Fräulein. Würden Sie bitte nicht fotografieren hier im Raum. Das haben wir eigentlich vereinbart. Das gilt für alle. Dankeschön. Frau von der Leyen, bitteschön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Soldat sein ist kein Beruf wie jeder andere. Das ist ein Satz, den wir häufig gehört haben. Der Satz stimmt. Aber er wird auch häufig dafür genommen, zu begründen, dass ganz normale Arbeitnehmerbelange, also sogenannte weiche Themen für Soldatinnen und Soldaten, nicht relevant sind. Das ist im doppelten Sinne falsch. Erstens sind diese weichen Themen ganz oft ganz harte Wirklichkeit. Und zweitens, gerade weil Soldat sein kein Beruf ist wie jeder andere, gerade weil diese Männer und Frauen bereit sind, mehr zu geben als motivierte, engagierte Arbeitsleistung, gerade deshalb sollten wir die Soldatinnen und Soldaten mindestens genauso gut schützen, versorgen und sozial absichern wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land. Auch deshalb legen wir dieses Artikelgesetz vor. In der vergangenen Legislaturperiode haben wir mit der Agenda Attraktivität begonnen. Die ersten großen Themen sind gewesen Vereinbarkeit von Dienst und Familie, das Thema Karrierepfade zum Beispiel oder die Modernisierung der Unterkünfte. Mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf gehen wir weitere Großthemen an und ich möchte einige Beispiele daraus exemplarisch nennen. Wir verbessern für unsere freiwillig Wehrdienstleistenden die Besoldung. Unsere FWDLer machen einen Klassedienst, sie machen das freiwillig. Ihr Sold wird bis zu 80% der Bezüge der Zeit- und Berufssoldaten erreichen jetzt. Das kann für den einen oder anderen FWDLer durchaus einige 100 € im Monat mehr bedeuten. Und wir werden gleichzeitig für unsere FWDLer auch das Trennungsgeld und die Erschwerniszulagen hinzufügen. Also sie erhalten die jetzt neu, wenn sie sich länger als ein Jahr verpflichten. Wie ihre Kameradinnen und Kameraden auch, werden sie dann eingestuft. Das würdigt den freiwilligen Dienst dieser jungen Männer und Frauen. Es würdigt die freiwillige längere Verpflichtung und insgesamt profitieren davon über 8.000 FWDLer in Zukunft. Wir tun auch etwas für unsere Reservedienstleistenden. Sie bekommen Zusagen und Zuschläge, die werden jetzt angeglichen auf die Höhe der aktiven Soldatinnen und Soldaten. Wir werden, das finde ich ganz wichtig, die Arbeitgeber, die eine maßgebliche Rolle bei den Reservedienstleistenden spielen, indem sie freistellen müssen, dafür finanziell entlasten. Wir werden den Reservedienst so gestalten, dass er künftig auch 10 Monate im Jahr lang ausgeübt werden kann und dass er auch in Teilzeit ausgeübt werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im letzten Jahr haben 17.500 Männer und Frauen Reservedienstleistungen erbracht. Und diese Verbesserungen in diesem Gesetz sind auch dazu da, diesen großartigen freiwilligen Einsatz zu würdigen und Dank und Anerkennung dafür auszusprechen. Wir verbessern die Therapien für einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten. Es ist manchmal so in den Therapien, insbesondere wenn wir von PTBS sprechen, dass es sinnvoll und hilfreich sein kann, Familienangehörige mit in die Therapien einzubeziehen. Bisher wurde das nicht von der Bundeswehr in den Kosten getragen. Das ändern wir jetzt. Gerade bei PTBS-Behandlungen kann das sinnvoll und notwendig sein. Es sind zurzeit knapp 1.300 Soldatinnen und Soldaten aus ganz unterschiedlichen Gründen in der Rehabilitation. Dieses Gesetz ermöglicht jetzt, wenn es verabschiedet ist, dass Familienangehörige, wenn sie in die Therapie einbezogen werden, dass diese Kosten von der Bundeswehr dann auch übernommen werden. Wir entwickeln die Einsatzversorgung weiter. Bei Verletzungen, die im Einsatz geschehen, gibt es heute schon eine besondere Absicherung. Das ist gut. Bisher war es so, dass Bundeswehrangehörige, die in den Einsatz gleichen Verpflichtungen zu Schaden kommen, das sind im Augenblick über 13.000 Männer und Frauen, die in einsatzgleichen Verpflichtungen sind. Wenn es tragischerweise zu Unfällen oder Schäden kam, dann war das bisher ein sehr bürokratisches Verfahren, wo jeder Einzelfall genau betrachtet werden musste. Dieses Gesetz regelt jetzt neu, dass bei einsatzgleichen Verpflichtungen ab Gefährdungsstufe 3, das ist in etwa Litauen Enhanced Forward Presence,
die Versorgung automatisch genauso behandelt wird bei Schäden in der einsatzgleichen Verpflichtung, wie das bei einem mandatierten Auslandseinsatz auch gilt. Und wir verbessern die Fürsorge über das Dienstzeitende hinaus. Das ist mir ein ganz wichtiger Teil, denn viele Soldatinnen und Soldaten auf Zeit verbringen zwar einen erheblichen Teil ihres Arbeitslebens bei der Bundeswehr, aber danach muss auch der Übergang in den zivilen, in das zivile Erwerbsleben gelingen. Und das ist gerade für ältere Soldatinnen und Soldaten oft eine gewaltige Herausforderung. Wir wollen diesen Schritt so gut wie irgendwie möglich vorbereiten. Deshalb bauen wir die Berufsförderung aus, mehr Bildungsoptionen, mehr Berufspraktika, mehr Lohnkostenzuschüsse. Das ist ganz wichtig, wenn die Eingliederung dann in einen neuen Beruf oder in eine neue Arbeitnehmerfunktion in einem neuen Unternehmen gelingen soll. Gerade für länger dienende Zeitsoldaten verbessern diese Fortschritte, die wir jetzt in der Berufsförderung haben, die Eingliederung in den zivilen Arbeitsmarkt. Und wir schaffen endlich das Schulgeld ab. Es war ja ein absurder Zustand bisher, dass wir ausbilden am Ende der Dienstzeit für besondere nachgefragte Berufe, den Soldatinnen und Soldaten den Sold gezahlt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite sofort durch Schulgeld das wieder abgenommen haben. Das schaffen wir jetzt ab, das ist gut. Von diesem Maßnahmenbündel profitieren über 5000 Soldatinnen und Soldaten. Schlussendlich als weiteres Beispiel: Wir verbessern die rentenrechtliche Absicherung im Übergang, den ich eben geschildert habe. Es gibt nach Ende der Dienstzeit sogenannte Übergangsgebührnisse. Bisher klaffte hier eine Rentenlücke. Es wurden gar keine Rentenleistungen gezahlt. Und bei der Rente zählt nicht nur die Höhe der Beiträge, die gezahlt werden, sondern bei der Rente ist zum Schluss ganz, ganz wichtig, wie lange Zeit man eingezahlt hat. Und die kann man später nie wieder nachholen. Deshalb ist dies ein ganz wichtiger Schritt. Wir schließen diese rentenrechtliche Lücke jetzt. Die Bundeswehr zahlt künftig auf diese Übergangsgebührnisse Rentenbeiträge. Das bedeutet für jemanden, der 5 Jahre Übergangsgebührnisse bezieht, und das kann durchaus häufig der Fall sein, eine Rentensteigerin von immerhin circa 160 Euro im Monat im späteren Rentenleben. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein nach vorne. Wir verbessern die Rentensituation auch von FWDLern und Reservedienstleistungen. Das heißt, wir erhöhen die Beitragsbemessungsgrundlage um 20%. Für dieses ganze Rentenpaket stehen im Jahr etwa 130 Millionen Euro zur Verfügung. Das zeigt auch, welch ein Gewicht dieses Maßnahmebündel hat. Meine Damen und Herren, mit diesem Artikelgesetz, das wir heute einbringen, stärken wir die Bundeswehr als attraktiven und verantwortungsbewussten Arbeitgeber. Vor allem aber honorieren wir mit diesen Verbesserungen den herausragenden Dienst, den unsere Soldatinnen und Soldaten für ihr Land leisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Ursula von der Leyen. Nächster Redner, Jens Kästner für die AfD-Fraktion.